Hallo und herzlich willkommen zurück bei Avatar Frontiers of Pandora. Und ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls ich etwas nasal klingen sollte. Da kam so eine blöde Erkältung um die Ecke und ich bin sie noch nicht ganz los. Aber ich hoffe, größtenteils habe ich es überstanden, aber eventuell hört man es mir halt noch ein bisschen an. So, aber was viel wichtiger ist. Dort vorne ist unsere Quest, die verborgene Schwäche. Hauptquest wohlgemerkt, denn ich fürchte, es geht langsam aufs Ende zu. Und wir müssen den Sensor der RDA im Himmel über der südöstlichen Schlucht des Schnittes finden. Also wir haben es schon gefunden, da ist es. Und da müssen wir jetzt hinfliegen und ich glaube, den mussten wir sabotieren. Aber es würde mich wundern, wenn das so einfach wäre. Kurz überlegen, haben wir genug Pfeile? Haben wir nämlich nicht. Schau mal, na guck. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Pfeile. Für die Hubschrauber, die da nicht rumfliegen. Hä, warum fliegen da keine Hubschrauber rum? Ach ja, und da links von uns ist ein Flugabwehr-Dings. Ich hoffe, das sieht uns hier nicht. Wäre super. Alex, ich sehe sie. Die Sensoren. Okay, ganz Ja, oben. ja. Ich dachte vielleicht an den Dingern, die da runterhängen. Interessanterweise, wir haben ja von diesen Ballons schon jede Menge Dinger runtergeholt. Jede Menge. Und keins davon hatte da so eine Schutzhülle. Aber gut. Das, soll uns egal sein. Warte mal. Ach so. Offen. Das ist es. Okay, warte. Ich hänge mich an das Signal von Sid dran. Bleib beim Sensor, okay? Hoffentlich klappt das. Keine Sorge. Ich habe vollstes Vertrauen. Bleib beim Sensor. Von wo kommen die Gegner? Na? Von wo kommen sie? Es kommen keine. Als ob. Mach's mir doch nicht so leicht. Ah, zum nächsten Ballon. Okay. Der wäre. Ich nochmal. Siehst du diesen furchtbaren Funkturm? Dort ist die Munition. Schien am einfachsten. Okay. Das Ding hatten wir auch schon entdeckt. Jetzt wissen wir warum. Na, wobei, doch nicht. Oder müssen wir mit dem Ding was machen? Nö, müssen wir nicht. Okay. Ich dachte, wir müssen mit dem Ding irgendwas machen oder können was machen, aber leider nicht. Bin beim zweiten. Super. Dann stören wir mal die RDA-Sensoren. Juhu. Unsere Lieblingsbeschäftigung, die RDA stören. Das war so nicht geplant. Ich wunderte mich gerade noch, warum steht denn da gefährliche Höhe? Box das. Ich. Box das? Ich hab's geboxt. Da war ja klar, dass wir hier diesmal Freunde finden. Habe ich noch mehr Freunde? Ich habe noch mehr Freunde. Ich bin super beliebt. Also, hier oben auf dem Ballon bin ich super beliebt. Das Ding ist auf meine Ikran geschubst. Gefallen. Das ist nicht gut. So war's das? Ich glaube ja. Da segelt er weg. Ein Traum. Mach hinne. Los. Weiter. Zum nächsten, mein Freund. Der da wäre. Okay, da unten. Wir hüpfen. Oh, und da unten ist noch was Schmutziges. Ja, vielleicht später. Je nachdem, wie lange das Ganze hier noch dauert, natürlich. Wobei, wenn wir schon da sind, würde es sich ja echt anbieten, das zu machen. Wobei das von hier aus irgendwie größer aussieht, als es nur der Rauch erahnen lassen könnte. Hör, was? Was
Ja, seit wann mit der Leute ist? Hallo! Lieb sein! Ich bin auch lieb. Also, warte mal. Aber wieso denn? Wie soll ich denn da jeweils rankommen? Hier, warte. Erstmal den wegmachen. Alter, ich treffe nichts, weil die mich die ganze Zeit treffen, die Säcke. Ich finde das überhaupt nicht gut. Nee. Schnauze. So. Ey, das ist ja eklig hier gerade. Du kannst ja auch nicht stehen bleiben mit dem Viechball. So, warte, ich steig mal ab. Dann können mich ja eigentlich zumindest die Raketen nicht mehr, ne? Wer mich jetzt schon noch? Okay. Du Sack. Okay, und da ist noch so ein Raketendings. Den Rest haben wir. Halt, warte. Stöcker. Stöcker nehmen wir mit. Du kleines Drecksding. Grill. Doppelgrill. So, aber die Dinge haben wir ausgeschaltet. Das ist sehr gut. Jetzt möchte ich gerne von hier aus da hinten hinkommen. Das tue ich. So. Sehr cool. Okay. Komm, ich box dich. Ich box dich. Okay, nein, ich box dich nicht. So, und auch da mal ran. Gut, das funktioniert wieder. Moment. Oh, keine Pfeile, keine Pfeile. Nein. Hört auf, euch zu bewegen. Das ist unfreundlich. Man bewegt sich nicht. Das war's doch noch nicht. Das war's sicherlich noch nicht. Ich höre böse Dinge, glaube ich. Höre ich böse Dinge? Okay. Wir haben was abgeschlossen. Darüber freue ich mich. Vor dem da unten, da habe ich, glaube ich, Bedenken. Och nö. Kommen noch mehr Gegner? Nein! Sie haben übernommen. Ich bin rausgeflogen. Verdammt! Die Ballons sind jetzt nutzlos. Das macht jemand manuell. Mhm. Wo? Wahrscheinlich vom Kontrollturm. Schmeißt ihn auf dem System. Hör zu. Sie wissen jetzt sicher, dass du kommst. Die Anlage ist abgeriegelt. Bleib unentdeckt. Okay? Unentdeckt. Unentdeckt. Nein. Mich würde interessieren, was das da für ein Ding ist. Warte, wir haben es doch angeblich schon aufgedeckt, oder? Oh Gott, ist das riesig. Oh, das ist riesig. Guckt euch das an, wie riesig das ist. Warte. Da. Ich würde da ja richtig gerne rein. Andererseits habe ich davor auch richtig große Angst. Weil das sieht halt echt böse aus. Und hey, hier ist ein Labor. Wie toll. Wollen wir es wagen? Es sieht halt echt riesig aus. Aber
Ach komm. Oh, meine Ikan hat Hunger. Da, warte. Füttern und füttern. Was für ein Leckerbissen, Hortelis. So. Ich will nur mal gucken, was für eine Stufe das ist. Alter, sieht das krass aus. Ruhig, Mädchen. Nicht unser Ziel. Ah, ich darf gar nicht hin. Na gut. Dann machen wir halt Hauptquest, wa? Vielleicht kümmern wir uns da später noch drum. Vielleicht auch nicht. So. Dann müssen wir jetzt aber scheinbar zu diesem Luftabwehrgedingsel dahin. Das heißt, ranfliegen ist schon mal nicht. Bin ich jetzt schon zu nah? Warte mal, wo ist es denn? Ach Gott, ich bin noch lange nicht nah genug dran. So, dann fliegen wir mal hier lang. Los, flieg schneller. Ja! Okay. Wie nah sind wir? Warte. Alex, du hattest nah recht. Genug. Bin in der Anlage. Ist aber dicht. Suchen wir den Schlüssel. Elektronische Schlüssel. Schalte alle Generatoren aus. Oh, warte, da ist ja schon die Anlage. Ja, ja. Im Wartungsgraben, okay. Okay, das Licht macht Party. Ich lande hier mal. Licht, bitte. Bitte Licht. Danke, Licht. Okay. Angekommen sind wir. Alle Generatoren im Wartungstunnel. Also Wartungsgraben, da sind sie. Jetzt muss ich hier irgendwie reinkommen. Ey, yo. Klopf, klopf. Ich bin da. Nee, funktioniert leider nicht. Schade. Fliegen funktioniert ja eigentlich auch nicht. Na, nehmen wir den Weg. Licht? Licht. Gut, da ist Licht. Da komme ich hoch. Wir schauen noch mal, wo es hier hingeht. Da ist irgendwas auf jeden Fall. Irgendwas kann ich hacken. Wo ist hier denn was ich hacken kann? Ach, oder sind das schon die Dinger? So, Kaution. Das wird nichts. Glaube ich, hier durch. Das wird nichts? Okay. So, dann rennen. Dann nehmen wir nämlich doch den Weg hier. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Okay. Ach Gott, hier ist ja jede Menge Munition und Loot und so ein Döns. G-Döns natürlich, meine ich. G-Döns, nicht nur Döns. Okay, Wartungsgraben. Wir machen das mal. Ich kann nicht versprechen, dass wir nicht entdeckt werden. Wir werden safe entdeckt. Ich kenne mich. Ob es uns wohl jemals langweilig wird, Blau und Tiffel? Es sollte dir langweilig werden. Arschloch. Muss ich mal so ehrlich sagen, du. Da ist ein Vogel. Da oben ist auch ein Vogel und ansonsten hier unten ist... Da ist einer. Da war einer. Okay. Und ich nehme an, ich muss noch da unten rein. Wie komme ich dort hinein? Ist die große Preisfrage. Hier kann ich fliegen. Sehr cool.
So, hier komme ich nicht rein. Okay, hier komme ich erstmal nicht rein. Ich gehe mal hier hoch. Weil da war ja ein Bösi. Da ist ein Bösi. Das ist bestimmt nicht der einzige Bösi. Ist es nämlich wirklich nicht. Oh, Scheiße. Was für Warnung! Leck mich am Arsch. Mist. Moment. Tenemos problemas, glaube ich, war das. So, nochmal ein bisschen das Spanisch rauskam, das ich nicht mehr kann. Warte. Ich gehe hier hin. Hier können wir die Dinger nämlich nicht. Als ob ich nicht getroffen habe. Ich wollte sagen, explodier doch bitte. Moment. 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 Ich habe Dinge getan, die ich nicht tun wollte. Sag mal, Mädchen, lade nach! Kacke. Warte. Das war nicht geplant. Nee, das gibt Tod. Okay. Oh, mach das nicht mit mir. So. Ich kann hier irgendwo irgendwas hacken. Wo? Tell me. Da. Theoretisch. Praktisch ist dem nicht so. Irgendwie hier muss ich ja reinkommen. Und wir waren schon mal in so einer... Da. In so einem Ding auf jeden Fall. In so einem ähnlichen. Das sah dann aber leider doch ein bisschen anders aus. Egal. Wir kommen hier durch. Das war der falsche Weg. Ah, richtig. Okay, ich nehme an, wir müssen hier durch. Problem ist natürlich nur... Kriegen wir hier irgendwie den Strom weg? Damit halt hier kein Strom mehr drauf ist. Oder wo muss ich lang? Warte mal. Ich bin überhaupt nicht da. Ich komme hier nicht durch. Ich glaube, das Wasser steht unter Strom. Aha. Hochleistungsaggregate in der Nähe? Hochleistungswer? Ja nicht dümmer wirken, als ich bin, aber... Hochleistungsaggregate. Ich bin gerade ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber überfragt, weil... es tut mir herzlich leid. Ich habe keinen Plan, was ein Hochleistungsaggregat ist, beziehungsweise wie ich es hier finden soll. Als ob ich nicht getroffen habe. Nein, 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 nein
Nein, 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 nein! Wo kommt der denn her? Immer auf den Sack schießen, auch wenn da gar keiner ist. So. Also er ist der Sack. Okay. Das sieht soweit ganz gut aus. Oh. Ich kann hier dran ziehen. Das bringt mir noch nichts. Also außer das da. Toll. Außer dass ich jetzt an diese blöde Kiste rankomme, bringt mir das gar nichts. So ein Mist. Sag mir doch, was ich machen soll, Spiel. Bitte. Ich muss da unten hin. Ja, okay. Da ist was, das ich hacken kann. Ach! Das ist ja fies. Das ist das Hochleistungsaggregat. Gut, der Strom ist aus. Und nun zu den Schlössern. Ohne Strom sollten sie kein großes Hindernis sein. Ist das fies? So, okay. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Na nü. So, aber hier ist jetzt nur eins. Und hier ist Nummer zwei. Grrr, Gemeinheit. Wir haben die Fesseln durchbrochen. Kennt ihr alle? Nö. Wo muss ich mich jetzt reinhacken? Wo ist es? Ach so, da. Kann ich das von hier unten machen? Sag mal. Komm, so weit weg bin ich gar nicht. Ich muss oben sein. Natürlich muss ich oben sein dafür. Warum sollte ich das auch von unten machen dürfen? Wo ich sicher bin. Bestimmt sind hier jetzt neue Bösis. Nicht? Na gut. Hallo? Noch alle weg, ne? Gut. Ich danke. So. Ach, das ist ja einfach. Das ist ja süß. Hallo? Links! Nein! Runter! Danke. Frech geheilt. Frage ist natürlich, will ich hier wirklich rein? Ich will hier ganz sicher nicht rein. Da sind Gegner drin. Klingt irgendwie ein bisschen wie auf dem Rummel, oder? Wie diese Ansagen vom Karussell. Oder von einer... Ja, was heißt Achterbahn, ne? Aber... So, wir machen einfach den Bums hier kaputt. Damit da keiner rein kann. So. Was? Niemand findet mich hier. Siehst du mich, ja? Guck mal, ich leg da mal was hin für dich. Entschuldigung. War natürlich nicht nett von mir. Hast du mich, ja? Wirklich? Sehe ich nämlich nicht. Ich habe mich kein Nanometer bewegt. Du hast mich nicht verloren. Du hattest mich nur noch nicht gefunden. Na komm. Hab dich gefunden. Ach wirklich? Ich auch. Buh. Was? Oh, da ist ja noch einer. Hey, komm wieder raus. Komm raus. So. Weg. Jetzt muss ich da hinten hin. Okay. Das kriege ich doch hin. Okay. Erstmal aber hier. Gesundheit. Gesundheit ist wichtig und gut. Die fülle ich einmal auf, soweit ich das wieder kann.
Und da ist das Spiel ja zum Glück sehr generös. So, habe ich noch irgendwo Gesundheit? Nicht, dass ich das so spontan jetzt sehen könnte, aber ist in Ordnung. Ich denke, so funktioniert das auch ganz gut. Jetzt muss ich hier. Klingt wie Mercer. Meinst du erst dort? Wenn, dann im Kontrollraum. Ich gehe dorthin. Warte. Du weißt nicht, was dich erwartet. Ich passe auf. Stopp. Warte kurz. Er könnte auf dich warten. Du weißt, wozu er fähig ist. Ich kann nicht noch jemanden verlieren. Das wirst du nicht. Alles wird gut. Ich hoffe es wirklich. Wir müssen den Bohrturm stoppen. Ich nehme den Schacht. Das erwartet er nicht. Okay? Es gibt kein Zurück mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob er das nicht eventuell doch erwartet. Ich nehme den Schacht. Ich muss... Ach, da oben muss ich hin. Oh Gott. Es ist eine Kletterpartie. Nein! So, okay. So. Wo fange ich denn hier an zu klettern? Sag mal. So, ich sehe, wo ich hoch muss. Aber ich sehe nicht, wie ich da hochkomme. Okay, looten kann ich auf jeden Fall nichts mehr. Da bin ich gerade rausgehüpft. Oh, Heilung. So, da habe ich Heilung. Ah, hier. Hier sieht gut aus. Im Idealfall immer, wie man weiß, dem grünen Schlauch hinterher. So. Bin ich schon richtig? Fast. Okay, fast. Hier geht's hoch. Hüpf. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst vor dem, was uns jetzt gleich erwartet. Wenn das wirklich Mercer ist, dann wäre das ungünstig. Also was heißt, wäre es ungünstig, ne? Aber das ist halt ein Arsch. Muss man mal so ehrlich sagen. Hallo, ich hab dich geboxt. Wollte ich gerade sagen, ich hab dich geboxt. Und nun? Achso, da hoch. Okay, hier ist eine Kiste. Die wird mir irgendwie gerade ein bisschen zu gut präsentiert. Beutel für Ausrüstungsteile ist voll? Sagt wer? Beutel für Ausrüstungsteile ist voll. Das ist ja... Also das ist ja... Also nee. Da muss ich mal ein paar Sachen fallen lassen, wa? Beutel für Ausrüstungsteile ist voll. Scherzkeks. Was haben wir hier? Haben wir hier eine neue Mod? Hm. 17% ADA-Schaden. Ich nehme die mal. Weil was bringt es mir, wenn ich schneller laufen kann? Ach so, wegen Wegrennen wahrscheinlich, ne? Gut, auf jeden Fall. Was haben wir hier für eine neue Mod? RDA-Schaden gegenüber Bonusgesundheit, die behalte ich. So, wir machen hier mal Reittierschaden weg. Wir machen hier mal Energie weg. Kann ich generell was wegmachen? Ja, komm, hier machen wir auch noch ein paar weg. Mehr Objekte können gerade nicht weggegeben werden? Wieso, ist der Boden voll oder was? Ich würde mal behaupten, da liegt ein bisschen mehr. Also ist ein bisschen mehr... Also ist auch egal. So, wir nehmen das mal. Ich habe keine Ahnung, ob es besser ist. Angeblich aber ja. Und deshalb... So, setzen wir das einmal auf. Ich hatte nämlich gerade was von Bonusgesundheit gelesen und ich mag Bonusgesundheit. Also Gesundheit generell, aber Bonusgesundheit auch. Sehr gerne, grundsätzlich. Aha. Hier finden wir noch einen Dienstplan. Auch gut. Warum auch immer. Ich nehme es gerne mit, natürlich. Okay. So, hier müssen wir weiter. Hier müssen wir nicht weiter. Wo muss ich weiter? Spiel. Ach so. Da hinten? Ach, da!
Ach so. Ach so, ja. Das hat keiner gesehen. Ich nehme mal an, ich muss hier rein, wa? Hier komme ich nicht weiter. Okay, also geht's für mich hier weiter. Oh oh. Wundervoll. Endlich ist die Familie wieder vereint. Also ich wusste. Warum hilfst du ihm? Warum ist er dir noch wichtig? Phelan ist schlau. Er schlägt sich auf die Gewinnerseite. Was tust du? Nein, bitte! Du bist eine Enttäuschung. Deine Schwester hatte mehr drauf. Mann, ja, das ist nicht geschafft. Sagte, niemand wird verletzt. Es gab Tote, Daylan. Wir sind doch Familie. Ich wollte doch nur, dass das Kämpfen aufhört. Ist mir egal. Und Mercer kümmert es auch nicht. Du gehörst nicht zu denen. Diesmal krieg ich dich. Was für ein Verräter. Überlass das den großen Taylor. Komm schon. Haben wir das Ding gerade von ihm? Probleme. Bin gleich da, haltet durch. Wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Okay. Ich weiß nicht, haben wir das Ding gerade von Taylor bekommen, das wir in der Hand hatten? Oder haben wir es ihm quasi entrissen? Aber was für ein Verräter, allein dass er ihm hilft. Und es ist ja nicht das erste Mal. Es ist ja nicht das gottverdammte erste Mal. Oh, hi. Tschüss. Oh. Gut, dass wir davon keinen Schaden bekommen. So, gestorben wegen Dummheit. Ja, ja. Wow. Problematisch ist jetzt natürlich, ich höre wieder einen Hubschrauber. Ich sehe ihn nur. Ich sehe ihn sehr deutlich. Guck mal. Na? Tschüss. So, da ist einer. So, da war einer. Ich habe keine Pfeile mehr. Und das war scheinbar sogar der letzte. Wunderbar. Ziemlich still da draußen. Bist du da? Brauchst du Hilfe? Nee, ich nicht. Ihr ja, vielleicht? Ja. Ich weiß, Großkotz. Aber das darf auch mal sein. So, die sind wahrscheinlich hier. In welcher Höhle? Ach, da oben, in der Höhle. Okay, ich lande mal. So. Könnte noch. Gerade noch rechtzeitig. Fast hatten sie uns. Für nichts und wieder nichts. Konntest du beim Hacken was rausfinden? Überhaupt nichts. Was jetzt? Das war's, oder? Das Ding bohrt sich durch ganz Pandora. Fangen wir an zu packen. Vielleicht nicht. Ich hab im Kontrollraum einen Datenträger gefunden. Daylan gab ihn mir. Taylor? Er war da? Ich wusste, da ist was im Busch. Bria sah ihn nach dem Angriff von Mercer flüchten. Er hat das getan? Er wollte niemanden verletzen. Er hat Mercer blind vertraut. Trotzdem, es könnte eine Falle sein. Ein Tracker. Wir haben keine Wahl mehr. Und wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben der RDA auch früher einmal vertraut. Der Krieg raubt uns den Verstand, hm?
Priya soll sich das ansehen. Vielleicht war es keine komplette Zeitverschwendung. Ja, weiß ich auch nicht. Also mit Taylan. Jetzt mal im Ernst. Was soll denn das? Also, ja, er möchte keine Kämpfe mehr. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, er gehört zu denjenigen, die von der RDA abgeschlachtet werden. Also, ne, er ist halt Navi. So, wie kann er denen vertrauen? Wie kann er denken, auch nur irgendetwas stimmt, was dieser Mercer sagt? Wenn die Menschen das denken, ja, vielleicht okay, ne, ist halt immerhin deren Spezies. Aber Daylan, der hat gesehen, was die RDA schon alles gemacht hat. Er hat gesehen, was der Angriff gemacht hat und er hilft ihm trotzdem noch. Also, nee. Entschuldigung, bei aller Liebe ist nicht. Das ist ein Ding, das könnte ich persönlich nicht verzeihen, glaube ich. Und vor allem der Datenträger, den er gegeben hat, der macht jetzt auch nicht unbedingt alles sofort wieder gut. So, nun. Ich habe mir das Laufwerk angesehen. Anker meint, du hast es von Taylan? Was war drauf? Hilft es uns? Hängt von deiner Definition von helfen ab. Rinella sieht ihn sich auf dem Holotisch an. Sprich mit ihr. Okay, sprich mit ihr. Die Quest haben wir abgeschlossen. Das ist doch sehr schön. Und wir haben in dieser Folge gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich jetzt mit der nächsten Stufe der Hauptquest gar nicht mal unbedingt weitermachen wollen. Stattdessen möchte ich einmal, was ist das da? Bohrbasis Omega. Okay, und ein Labor. Ich möchte das Labor machen und eventuell, wenn mir die Laune danach steht, und ich glaube, das tut sie, der letzte Schlag. Die Quest heißt die nächste, der letzte Schlag. Das klingt sehr nach Finale, oder? Also behaupte ich jetzt mal, dass es so ein bisschen danach klingt. Oje, Mini, glaube ich. Warum ist es jetzt hier auf einmal so neblig? Was soll denn das? Nicht, dass es dunkel ist, so. Es ist nicht nur dunkel, es ist auch noch neblig. Yeah. Es ist sogar so neblig, ich sehe meine Anzeige kaum. Die war selbst gerade im Nebel verschwunden. Da schon wieder. Achso, weil ich vom Kurs abweiche wahrscheinlich. Ich bin hier richtig, richtig? Oder? Wow! Ich meine, hey, mein Viech leuchtet und hat sich im Bambus verfangen. Ja! Yeah. Da ist das Labor. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir einmal schnell das Labor hier. So, guten Hallo, hier bin ich. So. Das ist ja mal ein einfaches Labor. So. Juhu. Ein Traum, es wurde Licht, es wurde Loot und damit ist alles gut. Schön. Okay. Ich habe mich gerade selbst überredet. Irgendwie würde es mich wurmen, wenn ich das Ding jetzt hier nicht kalt mache. Okay, warte, wo ist mein Fliegeviech? Was? Hallo? Sagen Sie mal, was soll denn das? Dafür kill ich dich nicht gnädig. Hallo, 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 nicht anschleichen. Das tut man nicht. Wo ist es hin? Es ist weg. Arschloch. Okay. Dann gehe ich jetzt weg. Hallo, Telisi? Komm ran hier, meine Liebe, bitte. Falsche Richtung. Sag mal, ich bin hier auf freiem Feld.
Aber nein. Das ist ja... Das ist so, als würde der Bus irgendwie 10 Meter... Nein, nicht 10 Meter, aber als würde der Bus irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter von mir entfernt halten. Obwohl ich an der Haltestelle stehe. So fühlt sich das gerade an. So. Das sieht so böse aus, ne? Das sieht so krank böse aus. Wow, ganz ruhig. Wir fliegen nicht dorthin. Aha. Ich kann da trotzdem... Das lag nicht an der Quest. Das lag nicht an der Quest, dass wir da nicht hingekommen sind. Oh. Okay. Dann ist das hier wahrscheinlich die finale Anlage, oder? Also Hauptquest-Anlage, nehme ich mal an. Gut. Dann, dann, ja. Gut, auf zur Hauptquest. Aber damit machen wir natürlich erst in der nächsten Folge weiter. Ich wollte eigentlich jetzt noch diese schöne Anlage machen, aber wenn das Spiel sagt nein, dann ist natürlich nein. Und... Okay. Das war interessant. Ist der Nebel einmal kurz durch unsere Höhle gefegt? Super. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann machen wir mit der Hauptquest in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Tschüss.